Alter, fetter Fisch, Simon. Geiler Scheiß. Zieh dir mal den Fisch ein. Was geht? Was ist das, ein geiler Fisch? Moin moin und hallo liebe Leute, willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin der Simon, ich bin Fliegenfischlehrer bei der Fliegenfischerschule Flyris und ich befinde mich gerade eben auf dem Weg von Berlin nach München, weil ich dort am Wochenende einen Fliegenfischerkurs anbieten werde. Soweit nichts Besonderes. Dieses Mal hat der Trip nach München aber doch einen gewissen Charakter für mich. Und zwar habe ich mal kennengelernt. Colin, 15 Jahre alt, lebt im Münchner Umland. Und zwar hat Colin exklusiv Zugang zu einem Gewässer, wo sonst niemand anders fischen darf. Und ich habe gesagt, okay Colin, weißt du was, wir machen es so. Beim nächsten München-Kurs, du kommst zum Kurs rüber und im Anschluss gehen wir bei dir eine Runde fischen. Ich habe mich schon lange nicht mehr so auf einen Angeltrip gefreut wie dieses Mal. Und ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, es lohnt sich dran zu bleiben. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei uns im München-Kurs. Das ist der Martin. Ich bin aus Übersee, vom Chiemsee. Fische da viel mit der Fliege auf Forellen und Eschen. Aber ein paar schöne Hechtgewässer haben wir dort. Ich finde die Fliegenfischerei sehr interessant, weil es einfach sehr direkt anzufischen ist. Martin ist unser Kursleiter hier in München. Neben uns sitzt unser Azubi. Ja, ich bin der Colin, ich bin 15 Jahre alt, bin in Bayern, geht auch auf die Schule. Fliegenfischen mache ich jetzt seit 2 Jahren. Hab vor 2 Jahren einen Kurs bei Flyris gebucht in der Fränkischen Schweiz. Okay, und jetzt schauen wir uns das mal an. Viel Spaß. Arbeitet noch mehr für mich. Ja? Und es ist halt tatsächlich, wenn man das anwendet, praktisch, dann merkt man schon deutlich einen Unterschied. Eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, ist, warum gehen wir eigentlich nicht bei den Kursen ans Wasser? Es ist einfach folgendermaßen, man hat am Anfang so viele Sachen, auf die man sich konzentrieren muss. Wurfrhythmus, Krafteinsatz, wann mache ich wie meine Stopps. Und es wird einfach umso schwieriger, umso mehr ablenken die Einflüsse da sind. Und sobald man Wasser vor sich hat mit einer Strömung und mit vielleicht einem Fisch, da wird es einfach alles deutlich schwieriger. Deshalb übt man mit euch am Anfang die Wurftechniken auf der Wiese. Leute, das war's mit dem Kurs. Schluss aus und vorbei. Martin, Dankeschön. Gerne. Und Colin, wir machen noch was, gell? Okay. Endlich bei Colin angekommen. Erzähl mal was zu deinem Bach. Zu meinem Bach. Ja, also erstens mal, das ist nicht mein Bach. Ich bin nicht 80, ich kann kein Gewässer haben. Der gehört einem Bekannten von mir. Aber ich darf da so ein bisschen mitmachen. Du bist quasi der Hausmeister von dem Bach. Ja, so kann man es sagen. Du kümmerst dich, dass alles in Ordnung ist. Und dass nur wir zwei schwarz fischen da. Ja, ist halt echt geil. Also nur der Pächter, mein Freund und ich können da angeln. Und jetzt halt der noch. Und sag mal, warum ist der Bach so besonders, würdest du sagen? Ich würde sagen, weil kein Besatz drin ist. Also die Fische sind alle in sehr gutem Zustand. Kein Angeldruck natürlich. Guten Insekten. Bis jetzt. Wir haben einen guten Insektenschlupf. Der Großteil der Fische sind Bachforellen. Und was sind so maximale Fischgröße, die du da für möglich hältst? Also bei Forellen ist, glaube ich, das Einzige, was uns interessiert. Ja, so 70, 75 bis 80. What? Okay, Colin, also wenn du es schaffst, dass ich an deinem Bach einen Fisch mit 50 cm oder größer fange, dann schenke ich dir, ich habe von Pulling Mill so eine Einsteigerfliegenbox dabei mit so einer Auswahl an Mustern. Und ich habe mal in deine Box geschaut, die ist so ein bisschen traurig an manchen Stellen. Und dann kannst du die nochmal ganz schön ergänzen. Was hältst du davon? Klingt auf jeden Fall geil, ist ein Deal.
Are you ready, Colin? Alter, krass. Okay, Spannung halten, Spannung halten. Fuck, Alter, 50 plus. Nichts falsch gemacht, Digi. Naja, wir haben schon was falsch gemacht, sonst wäre er nicht abgegangen. Der Flyer ist geil, Kranz halt. Geiler Fisch, Jungs. Sheesh. Das war hast du gut gemacht, großartig, Alter. Hat man sagen. Gemerkt, wer der Profi und wer der Anfänger ist. Ja, komm her. Danke, ich bin Ade, ciao. Komm, sei doch ehrlich. Oh, das ist eine Lakaie. Das ist das falsche Auto, Colin. So ein bisschen, so ein bisschen GTA Oberbayern. Colin, was ist mit dir los? Du bist zerstreut. Also Colin, für was haben wir jetzt hier lauter Brötchen da? Die Brötchen, das haben wir, weil wir keine Ehre haben. Statt mit tollen Trockenfliegen, mit Brotfliegen wahrscheinlich fischen werden. Weil die Fische bei uns einfach krass auf Brot konditioniert sind. So wie einen fetten Karpfen und ein paar schöne Forellen damit zu fangen. Okay. Und dann füttert man das an und dann kommt die Brotfliege dran. Ja, ist okay. Halt ganz ohne Ehre. Absolut. Also es hat ungefähr noch so viel mit Fliegenfischen zu tun. Wir werden uns jetzt da so ein bisschen hinschleichen. Wie so Indianer eigentlich, das nennt man auch Indianerfischen. Und dann werden wir probieren, da ist ein ziemlich guter Spot, da einen fetten Fisch rauszuholen. Also ich. Alter, hier ist Strom drauf, wusstest du das? Na, ohne Scheiß, hörst du das? Das ist ein Stromzorn hier. Ja, ist klar. Ja, mir war das nicht klar. Hätte ich dir das sagen sollen. Wäre nett gewesen. Wäre auch gut fürs Video. Ja. Wahnsinn. Hammer, Digga, Hammer. Alter, jetzt filmen wir ein bisschen mehr undercover kurz. Warum? Weil der geilste Spot ist auf so einem Grundstück, wo er eigentlich so nicht so sein dürfte. Was? Ja, jetzt machen wir die Kamera ein bisschen mehr runter. Warum denn? Sag mal. Ja, das ist so eher so privat, keine offizielle Wiese.
vergiss es, das können wir nicht bringen, gerade wenn wir da filmen wollen und so, das kann man nicht machen. Vertrau mir was. Wo schleppst du mich hin? In fremde Gärten bei irgendwelchen Leuten? Keine Ahnung, mit Hund auf dem Grundstück. Shoutout an Jodel. Also, Colin, was geht ab hier? Ja, wir sind jetzt hier eingebrochen, weil Fischdruck ist da. Jetzt erklär mir mal, Colin, was für dich eine Fliege ohne Ehre ist. Eine Fliege ohne Ehre ist eine Brotfliege. Die hat noch halbe Ehre, weil sie einen Schonhaken hat. Die benutzt man an Gewässern, wo halt viel mit Brot gefüttert wird von so Ententussis und so Entenomas. Ja, funktioniert ganz gut. Okay, dann probieren wir es mal. Alter, fetter Fisch, Simon. Geiler Scheiß. Ja, Simon. Oh, ich hab so geschützt die ganze Zeit. Alter. Alter. Ey, Colin, mein Schatz, ey, was geht? Ich hätte echt Schiss, dass die Route hier absolut krumm, Alter. Ja, die können das ab, die sind dafür ausgelegt. Klebt man die Route hier hin? Ich dachte so zu 70% du verlierst die. Ja, dachte ich auch. Leider lässt sich ganz klein aussehen. Also Leute, willkommen im Flyris Tackle Talk. Wir hatten uns diesmal überlegt, dass wir euch ein bisschen was über das Fliegenfischen an so zugewachsenen Bächen wie hier erklären. Und Colin, magst du mal erzählen, was du hier für Fliegen fischst? Also eigentlich fischen wir alles Verschiedene, Streamer, Nymphen, Trockenfliegen. Beim Nymphenfischen, also man weiß ja vielleicht, dass die größten Fische bekanntlichermaßen in den tiefsten Gumpen stehen, um da halt schnell runterzukommen bei sehr starker Strömung. Nehme ich immer Tungstenköpfe. Das ist so ein Metall, das auf kleiner Größe ziemlich schwer ist und dadurch schnell runtergeht. Also sowas hier. Dann nehme ich also ganz alltägliche Muster, die halt man auch an anderen Gewässern fischt. Und Trockenfliegen nehme ich auch ganz normale Muster, die überall gehen. Halt kommt darauf an, was gerade für ein Schlupf ist. Aber wir haben eine Besonderheit und auch einen Tipp, den ich euch geben kann, sind Brotfliegen. Bei den eingefleischten Fliegenfischern hier bestimmt ziemlich verhöhnt. Aber why not, wenn man damit große Fische fängt? Also, keine Ahnung, wenn ihr jetzt in einem Gebirgsbach fischt, wo nie ein Mensch vorbeikommt, würde ich die auch nicht fischen. Aber wenn ihr so ein Dorf habt mit vielen Brücken, wo so Brotumis Enten füttern und so, und seht, dass die Fische sich da auch manchmal ein Brot wegstibitzen, würde ich die auf jeden Fall mal probieren. Und zum Thema Routen kann ich euch noch sagen, wenn ihr seht hier, der Bach ist ja relativ zugewachsen, die haben nicht so viel Platz zu werfen. Und da fischen wir halt gern so kurze Bachrouten. Ich habe jetzt in dem Fall hier eine 8 Fuß lange Route, also 2,40 Meter. Ich gehe aber auch gern oft noch kürzer, also bis 2,10 Meter runter. Damit kann man zwar nicht ganz weit werfen, aber wie ihr seht, müssen wir ja auch nicht weit werfen. Und ihr könnt einfach deutlich besser in dem zugewachsenen Bereich werfen, ohne irgendwo festzuhängen. Dementsprechend empfehlen wir euch so eine kurze Bachroute. In dem Fall ist es eine Routenklasse 3. Gibt so das Wurfgewicht an. Das ist ein relativ leichtes Wurfgewicht beim Fliegenfischen. Wir haben hier nur unsere leichten Brotfliegen und unsere Nymphen. Das lässt sich mit sowas hier definitiv werfen. Und Colin, was meinst du so Vorfachstärke? Was werden wir heute fischen? Also kommt drauf an, wenn wir jetzt einen Big Fish sehen, würde ich so 18 bis 20 fischen. Aber normal bei so kleinen Bächen würde ich eher dünner vorschlagen. Berühmte letzte Worte dazu? Ach ja, doch, ich habe noch berühmte letzte Worte. Und zwar, bei Flyris haben wir einen Partnershop und da findet ihr das ganze Zeug, was wir euch erklärt haben, natürlich auch im Shop. Alright, mitten in der Pampa angekommen. Jetzt kommt ein neues Kapitel. Colin, was geht? Fette Schweine fangen wir jetzt. Wir haben gerade schon den Jäger getroffen, der hat hier Schweine geschossen. Wir fangen jetzt die Schweine des Wassers. Oh, ich sehe was, was ihr nicht seht. Alter! Hast du es gesehen, die Wellen hier überall? Alter Leute, das ist mal richtig hier, Alter. Also ich muss ja zugeben, Colin hat ganz schön dicke Lippe riskiert. Zu Recht. Das sieht machbar aus, oder?
sollten sogar wir schaffen, einen Fisch zu fangen. Jo. Du alter Poser, du. Du kleiner Poser, du alter. Alter Colin, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ziehen, 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 ziehen. Oh, oh, oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Easy? So, Colin muss ins Wasser, weil sein Karpfen sich festgehangen hat. Oh, jetzt kriegt er Panik. Alter, Leute. Nice. Komm raus. Oh, ich höre die Bremse. Und jetzt schnell übernehmen, weil der will wieder ins Kraut. Also, Mädels, nur zu eurer Information, Colin ist leider schon vergeben. Alter, Leute, der bräuchte viele Früchte. Was für flotte Sprüche, Herr Nerke. Ja, Glückwunsch, schöner Fisch ein, lieber du Nucky Dai. Ja. Ich kann jetzt nicht mit Berlin-Neukölln mithalten, aber gute Idee, hier barfuß lang zu laufen. Hier sind überall Dornen. Er ist schon so ein Weichei. Okay, Leute, Simon hat sich jetzt hier einen Spot rausgesucht. Er kommt, er nimmt. Er hat ihn. Alter, geiler Tag. Oh, 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 Simon. Da ist die Arktik krumm, Alter. 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 Das ist ein guter, glaube ich. Ja, der zieht ganz schön. Osten. Willst du ja dem Azubi vormachen, wie es geht? Ey, der weiß ganz genau, wo er hin will. Oh, der ist gut. Oh, oh. Ah. Rindern die Linda. Leute, das sind Emotionen, das ist kein Schmerz. Plötzlich haben wir beim Tennis spielen. Fortilla. Alter, Leute, ihr müsst unbedingt Karpfen auf Fliegenwurzel probieren. Alter, Simon, die ist überkrumm. Alter! Alter, was machst du denn? Komm on, bitte. Alter, Simon. Okay. Easy. Das hier? Boah, der sieht aber schön aus. Auf jeden Fall, Mann, ich zitter richtig. Das ist echt krass, ey, wie viel Adrenalin man da ausschüttet. Das ist der Wahnsinn, ey. Wir müssen jetzt leider zu unserem Schlafplatz heute. Aber ich habe hier drüben schon wieder einen guten Ski. Sehr gut. Ja. Ich habe ganz schön gelbe Zähne, fällt mir auf. Was hat er, was ich nicht habe? Eine Zahnbürste. Jetzt haben wir auch noch was Geiles vor, Leute. Thank you.
Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was wir jetzt gemacht haben. Weil das Licht war hier so beschissen und wir wollten, dass es schön aussieht. Dafür mussten wir aber erst den Fisch machen, dann das Ding wieder hochschüren, das Feuer. Und jetzt steht das Handylicht und es sieht alles so suboptimal schön aus. Und der Colin ist dabei fast verhungert. Also, Colin, hab ich mir verdient. Hast du dir verdient. Ja, guten Appetit, ne? Ach so, ja, mein Fisch ist übrigens kalt. Hier, willst du ein bisschen Schamelmeerrettich? Oh ja, gerne. Warum sagst du das so süffisant? Ja, also als aktiver, ich die Angelzuschauer, kommt man da, glaube ich, nicht dran vorbei. Was soll denn das jetzt heißen? Du blödes Arsch. Guten Appetit, euch auch. Und ich habe eine Köcherfliege auf dem Teller. Also wir liegen jetzt nach einem krass erlebnisreichen Angeltag hier im Zelt. Was wir super aufgebaut haben. Wir haben länger als 20 Minuten gebraucht. Die Kamera ist zwischendrin abgeschmiert. Und haben lecker Fisch gegessen, den der Colin heute beide gefangen hat. War auch sehr lecker, super gewürzt. Natürlich lag das auch am Charme-Meerrettich. Also war echt toll, was wir heute alles erlebt haben. Colin, vielen Dank nochmal. War echt super. Danke. Hast mich auch gut geguided, gerade an diese riesen Forelle heute. Das war echt ein geiles Erlebnis. Und dann diese Action mit diesen fetten Karpfen. Und Colin, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Und zwar, weil du das so gut gemacht hast, du hast doch heute schon eine Fulling Mill Fliegenbox von mir geschenkt bekommen, gell? Ja, die habe ich noch nicht, ja. Also theoretisch hast du sie geschenkt bekommen. Aber die liegt im Auto, die nimmst du morgen, bevor ich wegfahre. Danke. Und die zweite Sache, ich schenke dir, weil du gesagt hast, ey, ich habe keine vernünftige Route und so, gell? Kriegst du von mir die Arctic Silver Route geschenkt, die Dreier für deinen Bach. Echt jetzt? Ja. Boah, geil, Simon. Alter. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Guckt mal beim Colin auf seinem Instagram-Kanal vorbei. Wie heißt der nochmal? @BavariaFischer. Ist wirklich spannend. Colin zusammen mit Vitus ist ein cooler Kanal. Ich gucke immer wieder drauf. Und jetzt habe ich das auch alles gesehen, was man da so sieht in echt. Und es war wirklich schön. Ja, und du wirst das gleich auch beim Simon machen auf seinem YouTube-Kanal. Jetzt mache ich das auch mal so ein scheißig geangeln. Also wie ist es? Liken, teilen und abonnieren. Ach ja, müsst ihr aber auch nicht, aber wir freuen uns. Doch, müsst ihr. Colin war echt eine runde Sache. Vielleicht kommt ihr mal zu einem unserer München-Kurse. Würden wir uns freuen. Jetzt wünschen wir euch eine gute Zeit am Wasser und bis bald. Ihr wünscht uns eine gute Nacht. Oh, mal schauen, was heute noch so passiert. Oh, ob wir diese Nacht überleben werden. YouTube-Titel. Werden Sie diese Nacht überleben? Okay, macht's gut. Ciao. Servus. So, Colin, auf geht's. Alter Simon, ohne Scheiß, ich hab wirklich keinen Bock mehr. Jetzt nicht lange rumdiskutieren, komm. Alter. Das schaut ein schöner Bub. Ich mach mich hier doch total zum Affen, ey.